Die Cloud-Kalypse hat jetzt noch neben den ganzen anderen furchtbaren Dingern, die da rumschwirren, wie Tornados und Blitzen, die Coronaviren dazu bekommen. Die sieht man natürlich nur, wenn sie digital gerendert werden vor dem Elektronenmikroskop. Aber wirkt schön bedrohlich zusammen. Also die Motivation für Net2O ist nach wie vor, dass das Internet kaputt ist und das ändert sich leider nicht. Ich habe jetzt mal statt Snowden und die Überwachung der Politik so zur normalen Terrorabwehr und so Zeug, habe ich die Überwachung zur Seuchenbekämpfung mal draufgelistet. Also in China, in Südkorea und in Singapur ist sehr beliebt die Handyortung per Smartphone zum Tracking. Also man überwacht einfach alle Leute und wenn jemand infiziert ist, dann sucht man aus dem Tracking-Verlauf für die letzten 5 Tage oder so raus und alle Kontaktpersonen kommen dann erstmal in die Quarantäne. Weil infiziert heißt, es müssen irgendwelche Symptome aufgetreten sein, man muss zum Arzt gekommen sein, muss getestet worden sein, der Test dauert auch und bis es dann ausgewertet ist, ist er wahrscheinlich schon 5 Tage, vielleicht sogar länger rumgelaufen mit und hat Viren verbreitet. Und jetzt muss man natürlich verhindern, dass die Leute, die schon angesteckt sind, noch weitere Leute anstecken. Und dazu verwenden diese Überwachungsstaaten hier Handyortung. Und es gibt dann auch eine App in China mit so einem Kontaktstatus. Wenn man irgendwo rein will, muss der grün sein. Und wenn man ist aber dann selber auch informiert, sobald irgendwer von den Kontakten getestet würde, geht das Ding auf rot. Und dann weiß man jetzt nicht mehr zur Oma und nicht mehr in die Disco und zu Hause bleiben. Und es gibt dann auch so QR-Codes beim Eintritt in irgendwelche geschlossenen Räume, also Busfahren zum Beispiel oder Supermarkt, muss man diesen QR-Code kennen und dann weiß die Tracking-Datenbank, dass man da drinnen war und wenn zur gleichen Zeit noch jemand anders drinnen war, der infiziert ist, kann man dann die Kontakte finden. In Singapur hat so ein Community-Projekt auf Bluetooth-Protokoll basierend Contact Tracing gemacht. Das heißt, die Handys scannen einfach die Umgebung nach Bluetooth-IDs. Und das ist dann deutlich genauer als so Handyzellenabfragen. Aber es ist halt freiwillig. Das heißt, wer so die App hat, die haben irgendwie über eine halbe Million Leute heruntergeladen. Wer die App hat, kann sehr genau bestimmen, wer seine Kontakte waren, wenn die auch die App haben. Und naja, wenn nur 10% der Leute in Singapur die App haben, ist ein bisschen schlecht, das Tracing. Aber im Prinzip ist die Idee halt, dass man wirklich nur die Leute in der Nähe erfasst. Und Bluetooth hat ja keine so hohe Reichweite. Also ähnlich wie das Virus, das hat auch keine so hohe Reichweite. Dann passt es. In China hat man entdeckt, dass die Viren sich auf Bargeld festklammern. Und deshalb wird so praktisch alles bargeldlos bezahlt, was in China eigentlich vorher auch schon war. Aber jetzt ist das Niveau bargeldlos noch einmal um ein Stück gestiegen. Und was natürlich auch überall gibt, sind Homeoffice und Videokonferenzen. Und da gibt es eben alles, nichts davon. Da gibt es was Fertiges mit Net2O. Und zum Snowden, der hat ein Buch geschrieben und da schreibt er auch was über soziale Netzwerke, dass eben die Daten, die man teilt, die gehören einem nicht mehr. Und vor allem werden die von den E-Commerce-Kompanien verkauft. Also wir sind das Produkt. Und all das wird überwacht und verkauft und zwar nicht unbedingt öffentlich, weil das
für uns auch irgendwie merkwürdig wäre, wenn man das so bei Facebook ist und dann kriegt man raus, alles wird an irgendwelche Marketing-Heinis verkauft, die uns irgendwelche politischen Meinungen aufdrücken wollen und dafür sorgen, dass wir Trump wählen oder sowas. Oder Boris Johnson, neuestes Corona-Opfer übrigens, der ist auch angesteckt, weil wer sein Land nicht in Ordnung hält, hält auch seine persönliche Gesundheit in der Regel nicht in Ordnung. Und dann passt auch zusammen, dass die dann eher infiziert werden. Und ja, was Snowden halt meint, ist, dass diese Überwachung dann auch noch vom Staat benutzt wird. Und das ist für mich so ein bisschen Libertarian Framing, weil er die Firmen, die ja die Wurzel des Übels sind, dass die ganzen Sachen eingesammelt werden. Das geht für ihn so noch mehr oder weniger durch, aber erst wo der Staat dann kommt, dann wird es wirklich böse. Jetzt, ich finde, dass auch schon die Firmen wirklich böse sind. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen Corporate und Government Evilness. Das ist eben generell, wer Daten sammelt und die auswertet, ohne dass man wirklich zustimmt oder dass man die Wahl hat, ist halt ein Problem. Und jetzt kann man sagen, so bei Coronaviren, Epidemie bekämpfen, nützt unser aller Gesundheit sehr viel. Da ist vielleicht es noch verhältnismäßiger, aber wir reden nach wie vor auch über das Tracking wegen Terroristen, die im Wesentlichen existieren, weil es eine Armee gibt, die dafür sorgt, dass die existieren, weil es Gewalt gibt und da ist es nicht verhältnismäßig. So, und dann noch was zu den asozialen Netzwerken, die daraus entstehen. Diesmal nicht von der Sicht der Firmen, die das machen, damit man eben alle seine Vorlieben und so offenlegt, sondern von den Leuten. Also es sind ja auch die Leute sind ein Problem. Man sollte nicht sagen, dass nur die Firmen ein Problem sind. Man sieht es ja auch am Usenet, was da noch übrig ist vom Usenet. Sehr, sehr verquollt und das hat ja mit Kommerz nichts zu tun. Also Meinungen sind eben in der Regel Werte, an die die Leute glauben, nicht durch Fakten abgedeckt. Und der Glauben ist eben Teil der Identität. Das heißt, da kann man nicht so einfach diskutieren drüber. Und Identität wird verteidigt und benutzt, um Menschen zu segregieren. Also der eine sagt, ich bin evangelikaler Christ und glaube an das und all die Atheisten, die haben mit mir nichts zu tun und die Katholiken haben mit mir nichts zu tun und entsprechend wird dann auch gegeneinander gehetzt, weil man Mauern in den Kopf hat. Und die einzureißen, das ist sehr schwierig und wird als sehr heftig von den Leuten verteidigt. Und letztlich ist halt die Meinungsfreiheit ist aus einer Zeit, als die Religion stark und die Wissenschaft schwach war. Und die Idee ist, dass man so eine Koexistenz zwischen Glauben, Wissenschaft und Dogma hat. Wobei Koexistenz jetzt nicht heißt, dass die Leute, die an was glauben, auch von der Wissenschaft besonders viel mitkriegen. Also die schotten sich dann schon gegeneinander ab. Und die Meinungsfreiheit dient dazu, dass zwar jeder sagen kann, was er will, aber niemand muss zuhören und es gibt dann so Walled Gardens oder Gated Communities, die jeweils für sich in ihrer eigenen Identität sich als Echokammer verstärken und den Rest eben nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Und das zeigt sich auch so in der Krise jetzt. Dem Virus ist es völlig egal, an was du glaubst. Es kommt und steckt die Leute an, ob du jetzt dran glaubst oder nicht. Und wer nicht dran glaubt, muss halt dran glauben. Und insofern ist dieses Konzept von der Meinungsfreiheit, dass man eben Fakten und Glauben und so alles durcheinander wurstelt und auch eben einfach Werte zulässt, es ist aus einer Zeit, wo
sowieso die meisten Leute geglaubt haben. Und Wissenschaft war gerade so im Anfang. Muss ich da überlegen, ob das alles noch zeitgemäß ist und ob es irgendwelche Wahrheiten gibt, die halt nachweisbar und belegbar sind und die vielleicht einen höheren Stellenwert haben, wie das, was die Leute glauben. So, letztes Jahr hatte ich so eine To-Do-Liste. Den Bulk-Importer für Google Plus habe ich fertig gemacht. Dann hatte ich noch so für lebende Netzwerke wie Facebook, Twitter, Blogger etc. Also im Prinzip habe ich da schon für das Exportzeug was, aber bei Twitter zum Beispiel ist ein ganz großes Problem. Wenn man da exportiert, bekommt man seine eigenen Tweets. Und jetzt ist Twitter natürlich ein soziales Netzwerk, nicht für Leute, für Selbstdarsteller, sondern das ist mit Fragen und Antworten und hin und her und Ping und Pong. Und die anderen Sachen kriegt man nicht. Also das, was einem geantwortet wird, kriegt man nur, ja, diese IDs haben einem geantwortet, aber was? Und da muss ich wahrscheinlich über die Twitter-API gehen, dass ich das dann auch rausholen kann, weil sonst ist es uninteressant. Das ist ein Monolog und es ist unklar, wer hat wem warum geantwortet. Bei Google Plus ist es schön, da ist das Red Start immer, also das Posting selber drinnen und alle Antworten und so kommen mit. Bei Blogger, das könnte ich eigentlich auch fertig machen, weil Blogger ist ja genauso wie Google Plus, man hat halt einen Blog, man schreibt selber, da ist man tatsächlich in erster Linie Selbstdarsteller. Die Kommentare auf Blogger sind inzwischen dank Google Plus Ende auch weg. Das ist natürlich auch nicht toll, aber die sind eben wirklich weg. Und ja, dann gibt es Avatare für die User-IDs und es gibt einen Markdown-Renderer, es gibt einen Album-Viewer. Einen Filmabspieler habe ich noch nicht. Klemmt noch etwas. Ich versuche im Moment den GIF Prima als Framework unter Linux zu verwenden. Und das ist wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, weil das ein sehr gebloatetes Framework ist, wo dann das, was ich will, nicht so funktioniert, wie ich das will. Und da kann man dann auch nichts ändern. Was auch noch fehlt, ist so der Key Handover für die Kontakte in der Netto-Umwelt. Wenn man was importiert, kriegt man ja temporäre Schlüsselpaare für all die IDs, die es in der Netto-Umwelt nicht gibt. Und die muss man dann irgendwann einem realen Menschen zuordnen. Da braucht man ein Key Handover. Das habe ich jetzt noch zurückgestellt, weil es noch nicht ganz so weit, dass das jeder benutzen kann. Es heißt, es gibt auch keine solchen Kontakte. Und die temporären Keys müssen natürlich als nicht vertrauenswürdig gekennzeichnet werden, weil das ist ja nicht echt. Das ist ja nur temporär erzeugt. So, jetzt gucken wir mal, ob die Demo klappt. So, da hatte ich zum Beispiel in Google die Gruppe Natur und Kunst. Was heute natürlich gut klappt, ist das Internet. Ich bin nicht irgendwo in einem Hotel, sondern zu Hause. Also klappt, ja, genau. So, ist so ein Album. Da sieht man. Kann man dann auch draufklicken und jetzt sind wir im Album Viewer. Das heißt, ich kann hier vorwärts und rückwärts durchgehen durch das Album und mir die einzelnen Fotos angucken und auch wieder aus dem Album raus. Und damit kann man so die üblichen sozialen Netzwerke Sachen kann man gut machen. Gehen wir mal auf eine Gruppe, wo mehr Textlastiges war. Datenschutz zum Beispiel gab es ein Posting. Na komm. Komm, Posting. Was ist nun wieder los? Tja. Tut im Moment nicht.
gucke ich später, warum das nicht ging. Also machen wir mal weiter. Es gibt natürlich neue Herausforderungen, was schon auf dem 35C3 aufgefallen ist. Man braucht einen Dark Mode, weil die Nerds wollen irgendwie nicht, dass das alles so hell ist, lieber dunkel. Den gibt es jetzt und zwar mit so Paletten. Das heißt, man kann mehrere Farbschemas haben und zwischen denen dann auch einen sehr dynamischen Übergang haben, dass die Farben so weich ineinander übergeblendet werden. Dann habe ich festgestellt, dass manche JPEGs haben kein Thumbnail. Also vor allem die von meiner Kamera, von meinem Note 8 haben oft kein Thumbnail, manchmal schon, meistens nicht. Und Thumbnails sind jetzt aber sehr nützlich, wenn man eben so eine Übersicht anzeigen will. Zeigt man nur die Thumbnails an und da gibt es eine Library EPEG, die ist aus dem Enlightenment Framework, die kann JPEGs auch dann sehr schnell öffnen, wenn kein Thumbnail drin ist. Da müssen wir noch überlegen, die einzusetzen statt dem Soil und einem Thumbnail-Reader. So, was dann noch kam, ist die Frage, wer hat was in so einem Cloud-System beim Sharing, Net, also in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Das war ursprünglich geplant, das zeige ich mal, da gibt es einen extra Slide. Der ursprüngliche Plan war so eine Hashes im DHT, wie bei BitTorrent. Das ist aber problematisch, kennt man ja von BitTorrent, da kann auch dann der Abmahnanwalt rauskriegen, wer was hat und wer was wollte. Und also das ist in Sachen Datenschutz nicht toll. Dann hatte ich da den Lösungsansatz, die Hashes verschlüsseln. Dann weiß man nicht mehr, was es ist. Aber man weiß immer noch, wer das gleiche Ding will. Und vielleicht weiß man doch irgendwie, was das ist, wenn man es dann auch geholt hat. Und dann hat man alle, die das gleiche Ding wollten. So. Nächste Lösung wäre dann Onion Routing innerhalb von DHT. Da weiß man dann, wer was will. Nicht mehr, weil das wer auf der einen Seite ist von dem Onion Routing und das was auf der anderen Seite. Und dazwischen ist dann keine Verbindung mehr herstellbar. Allerdings ist es komplex und langsam. Und die Lösung war dann für mich, dass man dieses Wer hat was im Chatlog, also der auch die Metadaten für so ein Hosting widerspiegelt, dass man die dort abspeichert. Und wer ist eben device.pubkey, nicht bloß pubkey allein, weil man ja mehrere Devices haben kann. Und das war's nur auf einem Device vielleicht gespeichert ist, nicht auf mehreren. So. Nächste Herausforderung ist dann ID-Cloning, weil wir wollen ja mehrere Geräte benutzen und immer die gleiche ID haben. Da gibt es inzwischen sogar eine IETF-Taskgroup, die sich um so Zeug kümmert. MIDUP heißt die, also MI ist die ID und DUP ist Duplicate. Kennen wir ja. Und wie macht man das? Also, was muss man tun? Man muss einen geheimen und öffentlichen Schlüssel kopieren. Wie kopiert man so Schlüssel? Naja, das ist ein Remote File Access. Man muss da aber Zugriffsrechte haben, weil auf den geheimen Schlüssel sollte ja nicht jeder zugreifen können. Und Remote File Access, kann man das nicht mit dem Netto selber machen? Ja, kann man natürlich. Und das Autorisieren, wie macht man das? Also man fängt an mit so einem Color-QR-Code scannen, schickt dann eine Einladung an diese ID, bekommt eine Bestätigung wieder mit Color-QR-Code und dann muss man noch einen Zero-Knowledge-Proof, ich kenne das Passwort, liefern. Wenn das alles geklappt hat, dann weiß die andere Seite, das ist wohl jemand, dem man vertrauen kann. Und dann kann man den Schlüssel über diese hier bei der Einladung aufgebaute Verbindung schicken.
Fall alles bestätigt, dass es tatsächlich ist, man wirklich selber. Der QR-Code stellt auch sicher, dass man tatsächlich vor dem Gerät ist und selber scannt. Und naja, man kann einen QR-Code vielleicht auch mit dem Fernrohr scannen, aber dafür gibt es das Handtuch. Das kennen wir ja von Edward Snowden. Handtuch über den Laptop und den Kopf und dann kann man das sicher scannen. Also Handtuch nicht vergessen. Dann brauchen wir noch so Berechtigungen für die DVCS, also die Distributed Version Control, System Updates, Posting und Comment Submissions, das habe ich noch nicht. Bei den Likes muss plus 1 und EC muss dann nur das letzte zählen pro User, das heißt nicht, dass einer irgendwie 100.000 Likes generieren kann. Es braucht so geschlossene Chats, also geschlossen heißt nur die Leute, die eingeladen sind, die der Chat-Moderator auch sehen will, kommen rein und können lesen und schreiben. Lesen wird über Verschlüsselung gemacht, schreiben natürlich über so Berechtigungen. Und es braucht noch Berechtigungen für Moderation. Also wenn so irgendeine Diskussion heiß hergeht, kann der Moderator entscheiden, ich fremdcancel jetzt irgendwas oder ich, also User rauswerfen kann man über diese geschlossene Chat probieren, indem man sie von dem Keyring rausnimmt, aber rauswerfen, Postings löschen, das geht im Moment nur für den, der es selber gemacht hat. Der kann selber seine eigenen Sachen löschen. Da brauchen wir auch noch Berechtigungen für Moderatoren. Dann braucht man so Listen für Sammlungen und Gruppen und das müssen natürlich auch so Chatlogs sein. Und dann hat sie noch die Frage gestellt, was macht man mit diesen scheiß zugedongelten Public WLANs und ähnlichen, wo nur Port 53, also DNS, und das nur zum lokalen Resolver und 80 443 offen ist, sonst nix. Gibt's leider auch immer noch genügend. Was kann man da machen? Also man kann kein UDP verwenden, außer vielleicht Quick oder so, aber das ist dann auch Port 80 oder 443. Und ja, man braucht eben dann einen Transportlayer über HTTPS. Und wahrscheinlich ist die WebSocket-API dann die API der Wahl. Also ist ja alles fertig. Also da kann ich auf der Serverseite dann eben sagen, okay, ich nehme mir so ein Nginx und leite einfach die WebSockets wieder an MetaO weiter. Und dann geht es relativ einfach. Habe ich aber eben noch nicht implementiert. Da braucht man auch auf der Client-Seite wieder was. Also auf der Client-Seite muss man halt OpenSSL oder so nehmen, damit man diese WebSocket-API nimmt. Ist ja alles da. Das ist eigentlich alles fertig. Das ist nur einbauen. Was der Angreifer dann noch machen kann, kann man aus Tor. Er kann dann gucken, wenn er so eine Verbindung sich öffnen sieht und mal ausprobieren, ob er da auch einen Tunnel aufdeckt. Das macht der Great Firewall in China für Tor. Das heißt, da läuft auch so ein HTTPS-Tunnel als erstes. Und dann macht er den auf und versucht, eine Tor-Verbindung aufzubauen. Wenn das klappt, dann wird der Rechner halt ganz gesperrt. Das heißt, dieses Net2O-Tunnel darf nicht jeder aufbauen können. Das muss man dann beschränken. Und wie macht man das? Über Autorisierung natürlich. Also mit Authentisierung des Anrufers. Es wird geguckt, ob der in der Liste steht, die da rein dürfen. Die muss man aber im ersten Paket unterbringen. Also später zu spät. Also es darf kein Ping-Pong mit irgendeinem Protokoll geben, wo der Angreifer sieht, was für ein Protokoll das ist. Weil wenn es jetzt so ein Three-Way-Handshake wie im aktuellen Setup ist, würde den Chinesen das völlig ausreichen. Du hast den ersten Call, du kriegst eine Antwort zurück, dann wissen wir, das ist nicht so. Oh, erfolgreich durchkommen ist ja nicht interessant. Sie wollen dann diesen Rechner blockieren. Das heißt, ich muss das Connection-Setup noch ein bisschen ändern, dass es mit so einem
Autorisierung, Authentisierung im ersten Paket geht. Das ist machbar. Und als Bonus gibt es dann auch einen Roundtrip-Delay weniger bei NAT-Traversal, weil man eben einen Roundtrip-Delay gespart hat. So, ja, das sind so die nicht-technischen Probleme. Ich muss dann die Kontakte von Net2O überzeugen, dass das gut ist. Also es muss auch richtig funktionieren. Man muss die Möglichkeiten eruieren, wie man so soziale Netzwerke nicht verdrollt hat, sondern wohnlich. So muss auch irgendwie finanziert werden. Und ja, also ich denke im Moment, dass so Apps verkaufen so für den Anfang einigermaßen gehen kann. So, und jetzt kommen wir zu den Corona-Extras. Das heißt, wie machen wir so unser Tracking? Weil das, was jetzt in China und Südkorea abläuft, hat ja mit Datensparsamkeit überhaupt gar nichts zu tun. Big Data in dem großen Haufen, großen Heuhaufen, und man kann das für alles missbrauchen, was nun lustig ist. Und ja, das, wir haben aber eigentlich einen sehr spezifischen Anwendungsfall. Das heißt, es muss nicht so sein. So, was man braucht, ist eine global sichtbare Datenbank. Das ist leider so. Das kann man nicht ändern. Weil, wenn jemand infiziert ist, muss man dessen Tracking-Informationen nutzen, um alle Kontakte zu finden. Also die Teilnehmer an diesem Tracking müssen informiert werden können, wenn sie einen Kontakt mit dem Infizierten hatten. Der ist übrigens kooperativ. Also da kann man annehmen, dass der kooperativ gemacht werden kann, weil den hat man. Und aus der Datenbank darf natürlich sonst so wenig wie möglich extrahierbar sein. Also nicht gar nichts, weil wenn ich jetzt so einen Ort habe, wo die Leute hingehen, sagen wir, ich habe eine Après-Ski-Bar in Ischgl und da sind 200 Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt drin gewesen, dann weiß ich, in der Après-Ski-Bar waren 200 Leute drin. Also wie voll die war, weiß ich. Ich weiß aber jetzt nicht unbedingt, wer. Und das brauche ich auch nicht wirklich. So, Lösungsansatz ist, dass man da pseudonyme Einträge macht mit orts- und zeitabhängigen Pseudonymen. Das heißt, wenn ich in diese Bar gehe, dann generiere ich mir ein Pseudonym für den Eintritt. Kann man auch per so QR-Scan machen oder eben automatisch online. Und das benutze ich eben nur für diesen einen Ort. Wenn ich dann wieder woanders hingehe, habe ich ein anderes Pseudonym. Und wenn das gequantelt ist, die Zeit nicht zu eng ist, also nicht im Sekundentakt, weil dann kann man ja sehen, eine Person verlässt die Après-Ski-Bar und geht auf Hotel X und die andere geht auf Hotel Y und dann haben wir schon, kann man die Leute schon wieder separieren. Wenn das nicht so genau ist, sondern auf Viertelstunde genau oder 10 Minuten, dann ist das nicht mehr so einfach de-anonymisierbar. So, dann brauche ich einen Eintrag, der Onion-Routing macht für die Antwort, weil der Eintrag ist ja pseudonym. Das heißt, die Standardtechnik, um den pseudonymen Eintrag zu der realen Person zurückzuschicken, ist Onion-Routing. Das heißt, so ein Eintrag sieht so aus, dass da vorne so ein Mixer-Key ist, also von einem dieser Routing-Nodes, die als Mixer funktionieren. Dann hat man so ein Ephemeral-Key drin und eine verschlüsselte Message, die dann wieder das gleiche Format hat bis zum Endpunkt. Also am Endpunkt ist natürlich dann kein Mixer-Key und Ephemeral-Key mehr drinnen. Wer ist der Endpunkt oder der Exit-Node? Das ist meines Erachtens am besten der Hausarzt, weil der eine Patienten-Arzt-Beziehung hat, in dem es ein Arztgeheimnis gibt und letztendlich der de-anonymisiert und der weiß dann, wenn so eine Message kommt, da ist was. Das heißt,
An der Stelle, an dieser Hausarztstelle, ist die Anonymität aufgehoben. Der Hausarzt, die letzte Stelle weiß schon, an wen das geht. Und da es nicht mehr um ein Was, an wen geht, sondern nur noch um ein An wen. Also Was ist ja klar, es ist ein Kontakt aufgetreten mit Infektionen. Ist die Verschlüsselung, die man Tornetz zum Beispiel benutzt, ist dann nicht mehr nützlich. Also jedes Ereignis am Exit Node ist eben eine Infektion. Der Hausarzt kann das dann wissen. Und der kann einem dann einen Termin geben oder sagen, wo man, zu welchem Drive-In-Test man muss oder was für Quarantäneregeln man einhalten muss und so. Das ist jetzt auf der Stelle, an der Stelle ist jetzt nichts Besseres möglich. Das andere, was wir gerade machen, ist eben Videostreaming, Videokonferenzen. Da habe ich angefangen, das Netto ein bisschen umzubauen, dass das auch geht. Ein großes Problem ist, dass diese Abstraktion Dateien mit Hashes für gestreamte Videos nicht geht. Ein gestreamtes Video ist nämlich nicht fertig. Das läuft ja. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, ich will jetzt den Hash so und so haben, mit der Dateilänge so und so, und das wird dann entsprechend gemultiplext. Auch beim Streaming von Videos muss ich multiplexen. Mehrere Videos oder Video und Audio. Hier haben wir zum Beispiel eben zwei Videos, ein Audio. Und ich brauche da eine dynamischere Herangehensweise an das Multiplexen. Und zwar, dass ich nicht vorher die Länge übertrage und wie groß ich die Schnipsel mache, sondern ich übertrage für jeden Schnipsel, den ich lade, zu welcher Datei gehört der. Und damit kann ich dann auch Realtime-Dateien, also Audio und Video übertragen. Ich soll dann über ein Update schicken, die Datei ist jetzt und so viel Bytes größer geworden und jetzt kommen dann die zusätzlichen Bytes. Die Qualität ist natürlich auch noch ein Problem, die ist abhängig von der erzielbaren Datenrate. Die Datenrate wissen wir, auch die erzielbare. Das liefert das Netto-All-File-Sharing-Protokoll mit sich. Und dann kann ich die Einstellungen vom Videocodec entsprechend anpassen, dass die erzielbare Datenrate auch benutzt wird und ausreicht. Und ja, für so Konferenzen braucht man dann eben mehrere Streams, ein Thumbnail-Stream und ein Fullscreen-Stream, wobei der Fullscreen-Stream halt nur für den Sprecher benutzt wird und die anderen haben ihren Thumbnail-Stream. Und für also Konferenzen kommt darauf an, wenn man durcheinander redet, dann ist wichtig, dass das Audio asynchron ist, also möglichst schnell. Wenn man aber Filme streamt, dann muss das Audio natürlich synchron sein, sonst sieht es komisch aus, weil es nicht lippensynchron ist. So, und das war's. Seid eingehalten. Also der QR-Code lässt sich inzwischen auch weiß und schwarz scannen, wobei weiß immer noch etwas besser geht, weil schwarz die Farbanpassung nicht so optimal macht. Aber geht jetzt. So, dann stoppe ich mal das Sharen und ihr könnt Fragen stellen. Ja, vielen Dank, Bernd. Gibt es Fragen? Also ich hätte die Frage zu der Geschichte mit den Hashes und den Dateien beim Streaming. Könnte man nicht kleine Schnipsel in verschiedenen Auflösungen gleich schon machen und die jeweils mit Hash versehen und verschicken? Bei normalen Videostreaming, also wenn ich irgendeine Aufzeichnung streame, ja. Aber beim Videostreaming, also Realtime-Streaming, kommt das alles so reingedröpselt. Also möchte da keine rauen Trips machen. Sonst erzeuge ich ja erstmal den Hash, schicke dann den Hash raus und dann kommen die Anfragen und dann schicke ich die Ergebnisse. Das sind ja dann mehrere Round-Trip-Delays. Das geht nicht. Ich muss das rauspushen, wie es kommt.
Okay. Die andere Seite weiß noch nicht, wie viel kommt. Also ich muss es wirklich, wenn es bei mir im Puffer ist vom Codec, muss ich das weiterschicken, so schnell wie möglich. Und da kann ich mir keine Roundtrip-Delays leisten. Das muss komplett vorwärts gehen. Der Martin hatte gerade die Hand gehoben. Martin, wolltest du was fragen? Ja, an und für sich habe ich die Frage wieder zurückgezogen. Du hast mal in einem Vortrag erwähnt, wie viel Google und Facebook an jedem Nutzer verdienen. War das jetzt ich meine, das wären so 200, 300 Euro, hättest du gesagt. War Das das ist, jetzt im Monat, im Jahr oder in der Lebenszeit? nein, das ist der Wert dieser Firmen pro Nutzer, also insgesamt. Jo, Also danke. das ist schon insgesamt. Das Also ist auch dann nicht. ein User ist mehrere hundert Dollar wert. Ja, aber das ist dann nicht, wie viel die dran verdienen, sondern der Wert der Firma geteilt durch Anzahl Benutzer. Ja. Aber der Wert der Firma soll ja ungefähr widerspiegeln, was sie daran insgesamt verdienen werden irgendwann. Also das ist ja so, dass die Werbung verkaufen und das muss irgendein vernünftiges Verhältnis zu dieser Zahl haben. Sollte, ob das so ist. Sollte, ja. Danke. Der Gerald hat eine Frage. Ja, ich habe vergessen, wie man aufzeigt, sorry, mit dem System. Ich wollte noch fragen, Bernd, wäre es dann auch möglich, dass du jetzt, wenn du eine schlechte Verbindung hast, nur einen Stream in guter Qualität anbietest und ein anderer Teilnehmer im Netzwerk dann runterrechnet für die andere und dann mehrere Streams anbietet? Oder wie wird das dann funktionieren? Das weiß ich noch nicht. Normalerweise macht man das bei dem Streaming so, dass der die Aufzeichnung selber macht, eben die verschiedenen Streams in unterschiedlicher Qualität anbietet, weil das dann die geringste Verzögerung gibt. Wenn das noch irgendwo über jemand anders routen muss, der das dann noch entpacken und wieder verpacken muss, dann hast du leicht wieder eine halbe Sekunde Verzögerung. Was Ja. gut geht, ist das Weiterhoppen, also die baumartige Verteilung, das geht gut, weil das kann man ja für jedes Paket einzeln machen. Okay. Danke. Wenn du eine schlechte Bandbreite hast, musst du halt nur kleine, schlechte Auflösungen anbieten. Und die gute dann halt gar nicht oder nur für die Aufzeichnung. Ja, wunderbar. Alle Fragen beantwortet? Wir sind gut in der Zeit. So. Vielen Dank, Bernd.